GZSZ Folge 6561 vom 30. Juli 2018. Luis und Toni sehen sich wieder. Ein klärendes Gespräch läuft aus dem Ruder. Toni ist in Berlin und trifft zufällig im Kiez auf Luis. Die Geschwister haben sich seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Während Toni Kontakt zu ihrem kleinen Bruder sucht, hat er kein Interesse daran, eine engere Beziehung zu ihr aufzubauen. Ein klärendes Gespräch soll helfen, doch das läuft aus dem Ruder. Ich hätte deine Hilfe gebraucht. Als Luis, Maximilian Braun, nach 5 Jahren Funkstille auf seine Schwester Toni, Olivia Marei, trifft, hat er eigentlich gerade keinen Kopf für sie. Er wird nämlich von seiner Mitschülerin Brenda, Anna Belazec, erpresst. Dass seine Schwester nun wieder in Berlin ist und Kontakt zu ihm sucht, reißt zusätzlich alte Wunden bei ihm auf. Vor 5 Jahren hat Toni die Familie Hals über Kopf verlassen, weil sie das Zusammenleben mit dem gewalttätigen Vater nicht mehr ausgehalten hat. Sie versucht ihrem Bruder zu erklären, warum sie so gehandelt hat. Doch Luis will davon nichts hören und lässt sie einfach stehen. Ich hätte deine Hilfe gebraucht. Doch so ganz geht ihm seine Schwester nicht aus dem Kopf, und schließlich setzt er sich doch mit ihr zusammen. Toni erklärt ihm, dass sie keine andere Wahl hatte, als ihn zurückzulassen und ihren eigenen Weg zu gehen. Für Luis ist das Verhalten aber unverzeihlich. Ich hätte deine Hilfe gebraucht, aber jetzt nicht mehr, sagt er.